Liebe Leute, es sind zwar nicht mehr ganz 20.000 Meilen unter dem Meer, aber noch 53 Meilen zum Gasthof. Ah, keine Ahnung, Leute. Ist nicht meine stärkste Anmod. Ich dachte, du willst die Antwort abbrechen, weil du dachtest, hä, das ist dumm. Nee, 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 nee. Leute, aber wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Haben uns dafür entschieden, die einfachere Variante zu nehmen. Und jetzt hoffe ich aber, dass unsere Helden sich auch dafür entscheiden werden. Die hier gerade noch beim Wachturm eingekehrt sind. Jetzt können wir gleich mal gucken, wie sich Verliebtheit im Kampf auswirkt. Na, das zeige ich Was dir. ist denn das für ein Fetti? Fetti, Fetti, Bum, Bum? Du fetten Hammer, ey. Der Förster. Ja, wieso hat der Förster kein Gewehr? Der hat kaum, kaum Speed hier, ne? Ja, der wird richtig krass viel Damage machen, glaube ich. Dann gehen wir. Ich glaube, ich will die Witwe weghauen. Ja, dann auf die Witwe, auf die Witwe Haut die Witwe weg! mitgerollt. Ich muss ja eigentlich die ganze Zeit Melodien summen, wenn mir was einfällt. Das ist Ja, ja. ist dein Perk. Ja. Weiß aber nicht mehr, ob es dein, ob es ein positiver oder negativer. Hallo. Lohnt sich da zu vergiften? Ja. Mal, wie viel hat sie denn jetzt? 7? Ah, 2, da fehlt eigentlich ein Ja, da Damage. fehlt eigentlich ein Damage, oder? Es kommt noch ein Gift drauf, weil der Kota drauf giftet. Aber auch heute nicht. Geil, Dakota. Wir sind so. Ne, warte mal. Das ist ja AS Das Black ist hier. AS Black. Ist Zeit wieder für eine Vorsorgeuntersuchung, oder? Den Gag werde ich jetzt halt auch jedes Mal machen, bis sie ihn einfach nicht mehr hören können. Nee, du darfst mich nicht untersuchen. Denk nicht mehr daran, weiter geht's, siehst du, Dakota stimmt mir zu. Jeez. Die kennt ja gar nichts, die Alte. Oh, ich sehe Oh. Grauen. Ja, okay. Was macht Vielleicht doch es? was. Eins von drei. Es geht, wenn sich das Problem, wenn die sich hier bewegen. Naja. Ein Grauen für drei Runden. Wir wissen halt noch nicht, Ach, was. steigt denn meine Angst jedes Mal? Vielleicht guck Das mal ist in den das Stresssymbol, Tooltip. glaube ich, Naja. du meinst. Ach, das gibt's hier nicht. Warum gibt es das nicht? Kann man nicht scrollen? Es gibt nicht mehr als diese? Ja, okay. Na dann nicht. Das müsste eigentlich noch irgendwo mehr geben, ne? Ja, okay, also. Wie kriege ich dich denn jetzt weg? Sie muss auf jeden Fall weg. Wenn wir sie Alter. nochmal vergiften, stirbt sie auf jeden Fall. Ja, ich muss sie nur einmal Damage machen. Sie stirbt auf jeden Fall. Ich kann sie natürlich. Wir könnten sie auch einfach jetzt lassen, wie sie ist. Nee, können wir nicht. Hä? Tja. Habe ich mich verklickt? Ja, schauen wir schon. Nee, Ach nee, geschützt. geschützt durch den Förster. Aber Gift ist Gift. Ja. Na, dann gehen wir aber auch nicht auf sie, solange sie den Perk hat, sondern auf den ersten, ganz vorne vielleicht. Ja, ich glaube, der Perk verschwindet aber auch nicht, oder? Das ist, ich glaube, der Perk verschwindet erst, wenn er quasi. Abgelaufen ist, ja. Ja. Naja, deswegen sage ich, wir gehen nicht auf sie, sondern dann auf den vorderen erstmal. Von den Giften jetzt richtig weg. Dumm, Hohoho. dumm. 6, Alter. Das war auch gut. Ja, der kann auch nichts. Das nervt ein bisschen, weil jetzt hier ein Damage-Punkt fehlen wird. Naja. Das ist schon. Es gibt ein Gegenstand, das glaube ich Laudanum. Das würde ihm hier ganz gut zu Gesicht stehen. Freunde, Freunde. Verliebtheit, ich hab dir geholfen. Danke. Danke, Schatz. Du kannst dich später bedanken. Schätzchen. Okay, Hasi. Mein Schatzi. Oh Gott, schrecklich. So, den critten wir. Interessante Frage. Wenn ihr es verraten wollt, wie nennt ihr euren Partner oder eure Partnerin? Was habt ihr für einen Spitzname? Ich kann ja mal erzählen, als Berliner, theoretisch. Als Berliner nennt man seinen Partner oder seine Partnerin Knutschkugel. Das ist ein typisches Berliner Wort. Entschuldigung, Das das war super laut. mach ich selber aber nicht. Aber ich wurde letztens, als ich das Klemi erzählt habe, hat er mich letztens Knutschkugel genannt, muss ich ein bisschen grinsen. Ich weiß, es geht dann auf ihn, aber ich will trotzdem. Ich wollte ein Zeichen Jetzt ist setzen. der Perk weg. Ja, aber sie tickt jetzt nur noch einmal, dann eins. Ja. Er tickt halt ganz schön lustig. Er kommt auch ran. Ein bisschen Angst um mich. Das tickt auch hoch immer, ne? Schnelllade jetzt. Ist, glaube, das ist Grauen. Ja, ich weiß. Hm.
Boah, ich krieg gleich Nervenzusammenbruch. Ja. Wie kommen wir aus der Nummer raus? Warte, was haben wir? Heilsalbe hilft. Das hier wäre, glaube ich, das ich mal angebracht. Ja. Aber ein Hit halt noch und der ist, glaube ich. Mhm. Aber das löst ja seinen Stress nicht auf. Nee. Ich könnte jetzt. Ich glaube, ich muss auch Defender einfach spielen. Komm, Schatz. Ich beschütze dich. Mhm. Ich kann auf mich selber aufpassen. Danke. Also, come on, er muss jetzt leider hier hinten mal kurz. One less obstacle in our path. Auf den hatte ich es abgesehen. Hey, Mr. Black. Hey, nee, wieso? Du hast dich doch beschwert. Achso, stimmt. Josh hat gesagt, ich wollte. Okay, warte, ich frame. Hey, Mr. Black, sag mal. Richtig. Giftig Kuss hat er noch einmal. Damage. Mhm. Immer schön. Können jetzt schon mal überlegen, was man im Gasthaus upgraden möchte. Immer schön hochticken. Ich könnte nochmal. Ja, wir machen nochmal die Vorsorge. Die hat halt Abklingzeit, ne? Ja. Drei Runden. Atme tief durch und konzentriere dich. Oh, nicht auf mich, nicht auf mich. In Crisis, we can rely only upon each other. Nein, kein Nervenzusammenbruch. Nein, jetzt sind die Beziehungen wieder kaputt, ne? Ja. Oh, liebst du mich jetzt nicht mehr, oder was? Nee, du liebst mich nicht mehr. Ich einmal Nervenzusammenbruch hab. Hey, du hast mir gerade die Liebe aufgekündigt. Sag mir nicht, wie ich die Liebe aufgekündigt habe. Okay. Mann! Du musst dich ran. Aber heilen, bevor du stirbst. Ja, der tickt ja hier nochmal, aber deshalb können wir jetzt sogar hier direkt schon mal. A little help impeccably timed. Ich kümmere mich um dich. Hallo! Vorsichtig, Dakota hier, ne? Man spannt keinen an. Vor allen Dingen Ex-Freunde, das ist auch ist schwierig. Ist schwierig. Du musst jetzt leider durch, dass du. Der ist nicht weit genug runtergetickt. Halb Mann, halb Frau jetzt bist. Aber ich finde, wir sind alles genderneutral im Spiel. Alles ja, easy. Er steht an der. Er ist an der Schwelle zum Tod. Der Store. Kann es sein, dass wenn die an der Schwelle sind und die letzten sind, direkt. Nee, gut. Es waren 5 Runden jetzt rum. Ich glaube deswegen. Wir haben ihn nicht getötet in den 5 Runden, sondern er war nur an der Schwelle zum Tod. Oh nö. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh, sorry, warte. Kannst du bitte ein bisschen. Ey! Redebedarf. Sorry, was denn? Ey! Gleich. Es war jetzt angepisst. Du warst gemein zu mir. Und friedfertig. 5% Chance, dass man einmal Stress bekommt bei Attack. Ach du Scheiße, das ist natürlich ein richtig beschissener Pfeil. Wie kann man als Tank bitte friedfertig sein? Das ist so, wie wenn man als Dieb Angst hat. Naja, die Idee ist dahinter, ich bin halt Tank, ich bin halt besser im Nehmen als im Geben. Du kannst die Kuh hier neben meiner haben? Wait, das ist not mo. Okay. Zusammenhalt! Ey, passen Sie auf, Mr. Black, ja? Das ist meine mal gewesen, ja? Aber ganz vorsichtig jetzt hier. Zusammenhalt, was soll denn das sein, bitte euch, ey? Zusammenhalt! Das heißt. Bionic 6? Nee. Egal ob Abzug. Ja, einsam ist hier Sir Josh. Ich sollte immer was kommentieren. Du sollst gar nichts hier. So, da gibt es dann Fight. Was heißt denn? Jetzt weiß ich auch nicht, was da unten rechts. +1 Auge zu, oder was? Nicht gesehen werden. Was sagt er denn? Unsere lodernde Fackel zeigt ihre Schwächen auf. Formeln müssen im Kampf erprobt werden. Ah, wir kommen. Entkommen vielleicht. Nee. Beides ist ja. Links heißt ja, was wir. Ja, aber da ist doch. Ja. Rechts ist, was sie kriegen. Ach, dann haben sie es vielleicht aber mehr auf. Also +1 Auge zu, also vielleicht sind die blind am Anfang? Vielleicht. Gucken wir. Ich glaube, ich muss mal probieren. Müsste jetzt hier ein Debuff eigentlich stehen, oder? Wie schnell du nicht mehr verliebt bist. Ja. Ah ja, geil. Sag ich ja, blind. Blind halt, ne? Ah, erst den kleinen hier und den hinten giften wir. Ah, der blockt. Blocken ist eklig. Das war 2 Runden, ne? Dann wäre Damage vergolten. Dann saß uns auf den Hintern. Aber ist die Frage, ist das.
Das weiß ich noch nicht. Zwei Runden oder zweimal? Das wirst du sehen, wenn du jetzt eine Runde nicht angreifst. Okay. Würde ich sagen, könnten wir es ausprobieren. Sammel mich erstmal. Ich gifte schon mal. 20 ist okay. Und was machst du so? Naja, dich schön jetzt einschleimen. I know. Das ist mein bester Freund, okay? Aber weh, der fängt das mit dir an. Dann ist aber echt vorbei. Wir geben erstmal. Blöd. Da, Giftschlag. Ich würde sagen, bei Vorsorge ist eigentlich erst geil, wenn da Blackie auch ein Angst verspürt. Oh. Ja, beziehungsweise einfach mal das Gift schon mal ticken lassen, ne? So und was Idee. Heißt jetzt dieses blaue Symbol? Ah, okay. Das ist aber. Nee, Minus. Das ist nee, auch haben wir gerade gekriegt, ja. Okay, warte mal. Das sind die auf uns ticken. Das sind ja. Ticks, das sind einfach Debuffs und das sind Buffs. Ja. Das sieht nicht so gut um dich aus. Schon wieder. So, jetzt sind wir in der zweiten Runde, richtig? Guck mal jetzt, was sein Schild sagt. Ob es runtergetickt ist oder nicht. Nee. Okay, das heißt, es hat wirklich zwei Aufladungen. Ja. Aber jetzt ist das ja schon ordentlich. Jetzt müssen wir weitermachen wahrscheinlich. Ja. Damit sich das auch lohnt, was wir hier getan haben. 8 für 3 Runden, denn hat's. Ich werde aber deine Klinge sein. Siehst du, ich versuch's jetzt wieder. Ich versuch wieder. Heilen? Ja, ich will nicht. Der überlebt es nicht sonst. Ja, eher heilen, bevor wir, ne? Ja. Und außerdem heilt es halt das Bluten, deswegen. Guck mal, aber der stirbt jetzt an den Ticks. Wobei, ich glaube, so viele Runden haben wir gar nicht. Das heißt, ich gehe jetzt trotzdem auf den. Mhm. Wir haben ja auch noch Schutz auf den Boden. Gut gemacht. Au. Ja, gut, dass wir geheilt haben. Ja, auch wegen dem Ticken des Blutens. Das machen wir auch diese Runde wieder. Das müssen wir, damit das Blut hintergeht. Ja, alter Schwede. Das wäre eben auch schon so. Erstmal hier den Buff weg haben. Ja, jetzt hat er auch keinen. Aber ich gebe uns vielleicht noch das Schutz. Sollte dir gut tun. Das ist in Ordnung. Sind beide noch ein Attack quasi, aber die kommen jetzt beide, deshalb muss ich uns schützen. Ja, jetzt gehen sie schon auf die hintere rein. Eieiei. So, aber jetzt kann ich es einfach weghebeln. Ja, Zusammenhalt. Nimm meine Hand. Geil. Oh. Heilung. Und Crit. Crits. Perfekt. Das ist so geil, das ist wirklich. Haben sie das jetzt auch schon gemacht? Nein. Also What? Nicht in den. Also man muss dazu sagen, Darkest Dungeon 1 hat 1000 DLCs, Updates, Patches bekommen und ich kenne nicht alle. Deswegen weiß ich nicht, ob das am Ende. Ich glaube, also in der Version am Anfang, die ich viel gespielt habe, gab es das definitiv nicht. Ah, guck mal, es ist dann nicht gegeben, wenn beide an der Schwelle sind. Habe ich ja auch gesagt, es war eben wirklich so, dass der. Die Runde. Also das. Komplett abgelaufen war und er aber nicht über tot war, sondern noch gelebt hat, ja. Krass, er hat doch den Gift-Tick überlebt. Keiner. Na dann. Boah, geil, wir haben endlich mal Dreiecke. Kriegsmedaillen, okay. Die können wir wahrscheinlich tauschen. Währung, ja. Kommen dann diese. Die bleiben auch wahrscheinlich, die nehmen wir mit in den. Boah, der ist ja mega. 20 LP max. Ja, das ist gut für den Tank. Ja. Oder für, ja, eigentlich schon für den Tank. Kampfbeginn, 75er Schild. Auch richtig, boah. Ist auch richtig geil. Das mussten wir beides mal aus. Ich glaube, jetzt kommen wir nämlich langsam in den Part, wo wir so viel haben, dass man sich überlegen muss, was macht Sinn. Also wir. Resistenz gegen Bluten könntest du zum Beispiel dem Dings geben, Blackie. Der hat ja ständig Bluten gekriegt. Der hat auch riesig gegen Bluten. Damage-Items. Aber Damage ist eigentlich geiler. Ein Kampf. Ja, aber das Schild, er kriegt schon auf die Fresse, ne? Ich habe das Gefühl, die beiden vorne kriegen eher auf die Fresse. Dakota kriegt am wenigsten, weil er ganz hinten steht, glaube ich. Und was macht der Wolf? Speed. Und was habe ich? Ja, wollte sagen, du hast auch relativ hohe Speed, nämlich, glaube ich. Aber was habe ich angelegt, würde ich wissen. Resi Feuer.
Resi, wissen wir nicht, was es ist. So, und hat jeder zwei Items? Ja. Ich glaube, jetzt hat jeder ein Item und jeder hat auch ein Item. Ja, sonst wäre dann ein Ausrufezeichen. Haben wir hier... Guck mal, jetzt können wir aber auch mal langsam... Die benutze ich so selten, ne? Bin ich immer ein Sparfuchs. Sparfuchs. So simple choice. Nee, Leute! Die wollen alle zum Kampf. Was ist denn... Was ist denn die Glocke? Zeig mal. Heldenschrein. Gibt's eine Storytime. Resistance Encounter und dann Latzeile. Wir können natürlich auch den hier machen. Ja, dann das machen wir auch. Heilen wir uns halt danach. Dann gehen wir den Weg. Auch wenn es ein Doppellazarett ist, aber... Weil wir haben doch nochmal ein Lagerding, oder? Besucher? Hm? Hilfe, Suchende, kriegen wir aber noch. Ja, also, genau. Also wir gehen jetzt hier, hier. Ja. Hier. Ah, nee, warte mal. Was nee, heißt? Siehste. Hilfe suchen sind hier, den, die brauchen wir. Wir müssen auf die Linie. Oder müssen wir... Wir sind hier unten, ne? Ja. Das heißt, wir könnten hier, hier, ja, hier. Exakt, das müssen wir, genau, wir müssen vorsichtig. Also links, links jetzt einfach. Naja, man kann ja an jeder Kreuzung einmal. Okay, dann folgen wir jetzt dem, weil die wollen alle dahin. Ja. Chaos must be met with unwavering resolve. Und wenn doch alles vergeblich ist, hör auf, so negativ zu reden. Du bist doch hier der Autor, du musst eine schöne Welt schreiben. Oh. 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 Respekt. Respekt. Es ist schön, dich dabei zu haben. Tja, in Zukunft werdet ihr dann immer zusammen unser Let's Play gucken. Das ist geil. Oh, das im Stream wäre, glaube ich, noch viel cooler tatsächlich. Oh, okay. Müsst ihr halt mal sagen, ob ihr uns bei einem Stream erleben wollt oder nicht? Etwas schwierigere Kampf natürlich. Okay, wir gehen auf jeden Fall wieder auf Ihmchen hier. Okay, er sagt nein. Ist klar. Nimmt mir die Entscheidung. Aber es steht ja auch, kann von den meisten feindlichen Fähigkeiten nicht getroffen werden. Ich weiß nicht, auf was sich das bezieht, ob das Luck jetzt ist. Eine Wahrscheinlichkeit oder nicht. Gibt es Dinge, die. Hier, der kann den eh nicht. Ich habe eh nichts, mit dem ich anwählen könnte. Na dann. Gib mir direkt meine Heilsalbe. Weil ich so low hier reinkomme. Aber 61 so, im Vergleich zu hier irgendwie 31. Ja. Stack des Hofs. Werde ich auch mal ausprobieren wollen. Wobei ich kann es auch verteilen. Jeder mal sein Schild. Ach, guck mal, jetzt für die nächsten zwei Turns. Ja, ja. Sehr gut. Oh, 40 Giftresi. Das ist. Ich glaube, nee, die haben auch 13, die halten ja nichts aus. Die batzeln wir einfach weg. Ja. Gut gemacht. Vielen Dank. Oh, sehr gut. Ich habe einen Stress weniger gekriegt. Noch einen Stress weniger. Steve entspannt jetzt schnell. Aber wie schnell die Leute sich nicht mehr mögen halt, ne? Du kriegst einmal und dann bist du so, ich will keine Beziehung mehr. Dakota, es ist jetzt die richtige Zeit, um eine Hypothese zu besprechen. Ich weiß ja nicht. Wow. Die ist so ein, halt so ein Cooler, die können es halt mitten im Kampf. Du weißt ja, er macht dann so einen Überschlag nach vorne, wirft den durch und fragt doch rückwärts gewandt, ja, übrigens, was gibt's heute zum Mittagessen? Ach, ihr müsstet mich eigentlich sehen. Schade, dass wir keine Webcam haben. Ich gehe es ganz schön ab hier. Vorgemacht. Alter, er macht jetzt richtig Damage hier. Ist halt motiviert. Er hat zwei Freundschaften geschossen. Und sie auch. Was ich. Na, bist du beeindruckt? Ja. Siehst du, jetzt habe ich dich schon mal zweimal wieder hier. Steady yourself. Jetzt ist er nach vorne gekommen. Das war ein Fehler. Das war so ein Fehler. Mach ihn platt. A breakthrough. Boah. So, Dakota könnte das, jetzt... Der kann den sogar platt machen. Ja, der will auch manchmal töten, sonst... Och, was? Ich frage mich auch mal, das triggert, wenn, weil er hat ihn ja jetzt quasi angeschlagen gehabt, ja, ne? Ja. Und richtig Damage gegeben, dann ist so, dass er... Hey, aber du lässt ihn doch nicht dann eine ganze Runde nicht... Also, ne? Nee. Ey, jetzt sind mir die Dinger hier im Weg, oder was? Nee, ja. Ich kann ich bin damit wirklich nicht hin. Nee, du hättest auch den durchwerfen können. Stimmt. Ein bisschen mehr gemacht, ja. Hier nicht. Du musst von vornherein konzentriert bleiben, bitte. Stimmt, ich komme schon in den Überheblichkeitsmodus langsam. Ja, total. Langsam. So, du könntest... Why not? Why not? Er kommt halt eh dran. Er kommt halt nicht noch ein zweites Mal dran. Wie? Noch komm.
Das meinst du gleich wieder. Hey, jemand anderes klaut mir meinen Kill. Das kann echt daran liegen, ne? Je nachdem, wie viel Damage die schon gemacht haben. Ah, Meisterschaft! Schnitzwerkzeug, okay, weniger Stress. Und 10 Damage, das können wir gucken, ob wir das hier vielleicht noch anlegen. Still with us. Was ist hier neu? Das ist die Beziehung, okay. Weil ich glaube, das hier, die Resi, ist auch nicht so wichtig. Brauchen wir erst, wenn wir in so einem Feuer, also gibt es bestimmt später. Du meinst, hast du Speed und Damage. Sogar mehr als Mr. Black. Mr. Black hat echt Durst. Du bist der Einzige hier ohne irgendwelche. Ne, warum erst? Beziehungen. Achso, aber das finde ich eigentlich echt geil, dass wir hier Resi und Leben auf den Tank vorne haben. Ja. Das ist eine gute Truppe, oder? Mach den Verein. Ich mag auch den Verein. Weiter geht's. Your path lies through them. And so they must fall. Okay. Na, beides ist gleiche Ausstellung. Schärft eure Dolche, wir werden sie vernichten. Aber was ich nicht verstehe, guck mal, jetzt hier, wenn ich das mache, dann ist sie Gold. Ja. Das heißt, wenn der Guter das sagt, ist es besser, weil dann findet Jenny das gut. Aber wenn Jenny das gesagt hätte, hätte der Guter das nicht gut gefunden? Verstehe ich auch nicht. Boah, den Fernkämpfer mit der fetten Crossbow. Oder eine Arbaleste. Ja, ein Arbalesten-Schütze. Was auch immer der Unterschied zwischen einer Arbaleste und einer Crossbow ist. Jenny greift sofort zum Aber Händen. Arbaleste, also Crossbow und Arbalespe ist ja auch schon mal sprachlich. Also Crossbow heißt das Ding ja nicht auf Deutsch. Ja, Armbrust. Oder ist es einfach nur eine französische? Arbaleste klingt sehr französisch. Das finde ich so mein Standardruf. Erstmal schön zielen. War im Spätmittelalter verwendet das Modell einer Armbrust. Ach, das ist die man kurbelt. Armbrust wird nicht mit dem Finger gekurbelt. Guck, na, aber das kurbelt man so rein. Ah, ja. Das ist so eine ganz lange. Das sieht man nicht. Ah, nee, stimmt. Eine Armbrust spanne ich wahrscheinlich. Ja, das genau. Okay, guarded. Diese Armbrust war eine etwas größere Variante der schon im Frühmittelalter verwendeten Holzarmbrust. Mit dem Unterschied, dass bei der oder dem Arbalest der eigentliche Bogen aus Stahl gefertigt wurde. Dadurch konnte sie beim Abschießen des Armbrustbolzens diesen mit einer Kraft von bis zu 5000 Newton beschleunigen. Aufgrund eines neu entwickelten Lademechanismus konnten sie auch schneller geladen werden als andere Armbrustmodelle. Ein erfahrener Armbrustschütze konnte mit der Arbalest 2 Bolzen pro Minute abschießen. Oft wurde diese Waffe im sicheren hinter einem Pavese-Schild? Pavese. Italienisch nach der Stadt Pavia. Ist ein Setzschild. JD ist halt voll ins Rabbit Hole getappt gerade. Das ist irgendwie. Ja, das ist gemein. Das sind halt 1000 und das Newton-Zeichen. Hi! Der hat mich geboxt, hat gegen Schlag. Ja, der ist dafür aber nächstes Mal stirbt an sein Gift. Tja, aber du lässt zu, dass er mir ins Gesicht boxt. Kann man mir dieses. Ja, stimmt, der hat hier in der Gegend. Kann mich der Kota von diesen Bluten heilen? Und er kann nur doch er. Ja. Kann der zumindest ein bisschen unter. Das heilt immer und Gift. Oh, stimmt. Hab ich doch vorhin schon zweimal gesagt. Und du bist auch darauf nicht hergegangen. Ich dachte die ganze Zeit, ignoriert er mich, weil er sich denkt, langweilig oder hört er mir nicht zu? Ah, jetzt schafft das nochmal, oder was? Weil der nächste tickt ihn ohne. Aber gut, er kommt gar nicht mehr dazu, glaube ich, ranzukommen. In meiner Hand. Cool. Mach hier mit irgendwas. Oh Mann, ey, du bist echt so ein Egoist. Das ist dein Negativpark, glaube ich. Jetzt musst du nochmal nachgucken. Kriegsmedaillon, Weihflasche. Okay, negatives Drucken gegen Gift. Hier, Steinsockel.
Oh, das ist auch geil. 20, ja, das ist Lebenspunkte. 20 Leben jemand? Ja, das ist gut. Das ist das, was du auch schon hast. Aber naja, du brauchst nicht zwei davon. Ist wahrscheinlich, wenn er vorne steht, dann packen wir... Boah, der ist auch geil eigentlich gewesen. Warte mal, wir priorisieren mal, ich würde sagen. Das. Und dafür kriegt jetzt einer von... Das ist eigentlich gut. Ja. Wobei, halt mit einem Schild schon dann vielleicht sogar eher zu sein, die Resi weg. Du musst das Schild einfach reinschieben, ja. Er startet mit einem Schild. Ja. Und Resi, gucken wir mal. Geil. 40 Meilen bis zum Gasthof. Könnte knapp werden in dieser Episode. So, jetzt, ich glaube, wir wollten links, links. Aber wir gucken natürlich nochmal nach. Genau, wir gehen links und dann rechts. Ja. Das wollen auch zwei nach links. 50-50. Können sie eh keinem so richtig recht machen. So ein bisschen auf das Stresslevel von Soyosh gucken. Der meckert auch nur. Ah, du wolltest mal gucken, warum er immer meckert. Ich glaube, er meckert immer wegen diesem Selbstsüchtigen. Ja, das macht schon Sinn. Ja, ja. Er sagt, deswegen, hey, ich möchte dir töten, hey, ich möchte nach links, hey. Du bist doch dumm. Hallo, oh, Dakota und er. Und du, ihr mögt euch nicht, habe ich das Gefühl. Es ist im Wiedergang. Boah, die haben eine fette... Excuse me. Wer hat denn hier eine Kanone zum erzeugt Schwertkampf? Was ist, macht das Ding? Was ist das Ding? Schild? Eine Drohung. Nein, das... Du Scheiße. Boah. Weil er hat 54... Aber er hat 0 Geschwindigkeit. Stimmt. Was heißt das? Er kommt einmal in... Das heißt, wir batzen erstmal die hier vorne weg, oder was? Ja. Die haben nur 22, ich glaube den ersten. Den hier killen wir einfach direkt. Da kommt der gar nicht erst dran. Sicht. Boah, könnte das knapp werden, ehrlich gesagt, einer muss critten. Oh, die waren beide gut. Du kannst mit deinem fetten Schlag. Ja, aber jetzt, wir brauchen eine 7. Gib mir eine 7, Baby! Nein. Aber jetzt könnte... Ah, okay, du bist es mir wert. Ah, ich hab mich jetzt ich hab das jetzt den Dings auf mich. Aber der könnte ihn jetzt töten. Wenn er mag. Marker. On to the next. Wachrache wird er besser. Oh, jetzt kalt. Kommt das. Ey, 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 ey. Wow, 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 wow. Mit meiner Ex? Hallo Dakota, wie geht's denn dir so? Vor allem, ich find's cool, dass das wirklich egal ist, welches Geschlecht die Charaktere auch haben. Ja, das ist auch. Das erinnert mich ja, also zumindest dieses Beziehungssystem, auch wenn das hier noch dynamischer ist, erinnert es mich so ein bisschen an Europa's Expedition. Ja, das stimmt. Aber das ist so süß. Oh Gott, als ich das gespielt habe, den zweiten Teil. Habe ich eine Rose bekommen von einem alten. Oh, solche Gefühle habe ich noch nie verspürt. Noch nie? Oh, vielen Dank. Alter. Es fühlt sich so gut an. Alter. Bist du jetzt neidisch? Du wolltest mich halt sofort nicht mehr. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch, entschuldige mal. Ja, und du hast da keinen Bock mehr auf mich sofort. Mir geht's nicht gut. Ich will dich nicht mehr haben. So funktioniert das nicht mit einer Liebe. Ich hatte eine schwere Zeit, okay? Ja, und gleich werde ich mitten im Kampf weggestoßen. Kann man in mehrere Leute verliebt sein. Das fände ich interessant. Jetzt zu mal heilen, weil dann heilst du auch dieses Ticken des Giftes. Ah, man zuvor. Nicht das Giften des Blutens. Ach so. Nein! Ich habe gesagt, heilst du bitte mal das Ticken. Das Ticken der Blutung. Boom. Okay. Ich bin fast tot. Ich muss mich retten. Mit Absinth, Jenny. Alkohol ist nicht deine Rettung. Ha, du schaffst das, ich helfe dir. Respekt. Alle Risse, nur du hast keine Beziehung in unsere Gruppe und du armer Denkmuster. Okay, die müssen wir, den machen wir jetzt. Ja. Das Ding ist, das tickt nicht runter, das Schild, ne? Du weißt schon, dass wir die Kanone auch töten müssen. Aber ja, jetzt hast du halt, bist du auf die Tanks gegangen. Ich wollte die erstmal weghaben. Ja. Ja, kann ja eh nichts anderes machen, außer... Na, dann mach ihn weg.
Das einzige Ding ist, ob ich jetzt, naja, also die Frage ist jetzt, ich kann jetzt schilden halt. Aber du blutest auch. Wie viel kriegst du noch Damage? Ein. Nee, zwei in einer. Ich heil mich jetzt einmal. Ja. Und dann verteile ich Schilder. Ja. Glaube ich, wegen der Kanone. Ein Fall. Und er könnte aber hier finishen. Er hat schon 50, gut, aber du bist geschützt. Dann hier. Danke. Ein geht. Das ist das nächste Mal, wenn sie reinkommt, schießt sie. Gott, die kriegen wir aber nicht rechtzeitig down, glaube ich. Ja, aber. So, der kommt nicht mehr ran. Sag nix. Ich habe nichts gesagt, ich habe nur gemacht. So, wie schnell kommt der jetzt ran? Kriegen wir dich weg. Oh. Ey, mach dir jetzt rum da hinten, Rat? Ja, hinter deinem Rücken, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, da kommt sie schon. Boah, ey. Der kann noch einmal schilden, dann können wir einmal heilen. Ja. Das gibt doch, glaube ich, auch Ausweichen, ja. Ja. Ich glaube, es ist auch so ein fucking Kanone geht. Du könntest nochmal Salbe nehmen. Ah, du überlebst das Ding. Ja, der. Bei der blockt. Ich block eh für ihn, glaube ich. Ja, hier schön alles hoch. Boah. Darf ich auch nicht vergessen, dass das Sir Yoshi mittlerweile auch sein halbes Leben. Schwelle des Todes. Ich. Du hast schon wieder keine Beziehung mehr zu uns. Ja, weil du hier. Ich bin so schockiert gewesen, dass es dich hier dahin rafft. Ja, ich kann mich mit Absinth gleich vergießen. Ja, das ist gar kein. Das ist alles im Rahmen. Ja, ach du Scheiße, jetzt hat er auch noch. Das hat er die ganze Zeit. What? Wie kriegt man das Ding denn tot? Weiß ich nicht, aber ich muss mich jetzt erstmal heilen mit Absinth. Bitte. Das sind irre Resis einfach. Du bist doch immer wegwirfst, ey. Ja, ich bin cool. Ja, du solltest dich auf jeden Fall. Ich hab noch einmal einsehen. Ja, muss noch. Ja. Aber jetzt kommt erstmal Laden, ne? Ja, du greifst jetzt erstmal an. Echt auch Attack? Ja, wo er hier ist überall geschillt, ne? Ja. Hier nicht mehr, aber. Kann man da immer. Er erst, er sie. Hey, aber. Okay, jetzt ist es weg. Ist weg. Gift hilft nicht. Ich so, wir heilen einfach weiter durch. A little help, impeccably timed. Boah, ist das ein harter Kampf. Achso, laden plus blocken, dann zweimal blocken. Alter, mhm. Das ist auch das Problem, dass eigentlich die Main Damage, die da jetzt kommen, nachdem er das macht, ist auch nicht gut. So, ein längerer Kampf hier hinten. Oh Mann. Solange wir nicht sterben. Warte mal, dann machen wir statt mit Anvisier. Wenn er jetzt eh kein Damage machen kann hier. Aber er macht danach auch kein Damage, ne? Du musst erst zweimal angreifen. Genau, mit jemand anderem aber. Ja. So, hier habe ich noch einmal Blocken drauf. Der ist noch geschützt. Ich könnte halt nochmal Blocken geben und hier vielleicht mitnehmen. Überleben wir den Schuss? Du schaffst das, ich helfe dir. Schützt Josh. Also ich habe jetzt gedacht, halt einmal Damage drauf zu geben einfach. Um halt den Pokémon wegzukriegen, weil hilft ja gar nichts. Natürlich widersteht er dem Gift. Fehlzündung. Sehr gut. Was? Schwind. So, jetzt einfach geben, ey. Hilft ja nichts. Ja. Mit extra Damage. Hä? Naja, noch nicht, das Ding war kaputt. Warum, ja. Ich tu. Oh, du tust alles für mich. Oh, das ist cute. Vielen Dank. Ich tue auch alles für dich. Emboldened. Alter, das ist ein Nervgegner. Los. Also, wir kriegen bestimmt eine fette Belohnung. In Crisis, we can rely only upon each other. Das müssen wir ein bisschen gucken. Jetzt sind wir erstmal dran, ne? Ja. Er muss auch erst laden, richtig? Er hat gerade nicht geladen, oder? Nee, er hatte eine Vielzündung. Ja. Deswegen müssen wir theoretisch einen können wir jetzt voll Damage zuziehen. Das
7, sehr gut. Sehr gut, wir machen jetzt auch richtig viel Schaden. Ah, oh, nur ein. Aber jetzt ist das Ding weg. Hä? Er hat doch nicht geladen. Na, egal. Dachte auch, oder? Dachte, es sah zumindest in der Animation anders aus. Na, aber ich habe vielleicht auch nicht richtig gelesen. Da gibt es bestimmt einen Trick, also man, wie man solche Dinger klein kriegt. Okay. Aber ich weiß es nicht. Jetzt machen sie sich Notizen. Na, den kriege ich da jetzt. Ja, wenn du voll drauf hackst. Und mit allen anderen auch drauf gehst. Ja, das ist sonst zu risky. Da kann ich nur, ja. Yes, und jetzt darfst du endlich mal nicht rumholen. Alter! Wir kämpfen Arbeit hier. Gemeinsam. Geil, aber wie er das kommentiert. Tempobeutel und. Das haben wir schon. Ja. Da gibt es auch keine Mastery für, ne? Man kann wahrscheinlich auch Sachen verkaufen. Oh, wir könnten im Gasthof aber dann richtig Mastery einsetzen. Schon. Nein, ja, und diese Dreieck-Dinger mal. Oh, 48 haben wir davon. Ah, der neue Kampf, warte mal, das kann mal, warte mal. So. Ich kann hier was Neues reinsetzen. Entfernt alle Schwächungsdrogen, ist doch eigentlich ganz gut bei Wasser. Mhm. Was willst du Neues? Was willst du uns mitteilen? Dakota und ich sind verliebt. Steht da jetzt irgendwas noch dabei? Nein. Guck mal, alle mögen sich untereinander. Feindselig. Sir Josh ist ihm komplett egal, beziehungsweise. Aber Dakota und Josh sind feindselig, das verstehe ich. Was du mit Ex? Must equip or discard items to make room. Okay. Okay. Ja, wir haben doch so eine. Warte, geh mal auf die Kutsche. Das haben wir nämlich noch. Aber. Wo können wir das denn? Es geht, glaube ich, nur im Gasthaus, das einzusetzen. Mhm. Das können, oder? Nee. Nee. Geht jetzt nicht. Okay. Oder verstehe ich was? Haustiere! Haustiere! Entschuldigung. Da muss jetzt hier irgendwas weg. Einfach oder benutzt werden, Heilessen. Ja, das sind Gast, das ist alles Gasthof. Das kann ich alles nicht benutzen. Ja, aber du kannst ja auch Dinge. Und das hier ist halt Stuff, das ist, also genau, das gibt, wir haben Kampfgegenstände, wir haben Gasthofgegenstände, wir haben Accessoires. Genau. Wir können eins davon mal wegwerfen. Zum Beispiel. Können wir jetzt wahrscheinlich verkaufen am besten ist. Immer. Ja, aber konnten wir ja nicht. Nee, erst wenn ein Händler kommt. Kommt jetzt hier noch was, wo wir kurz. Rechts kann man heilen. So, wir haben jetzt hier das ab. Nee, warte mal, wie hatten wir denn das geplant? Nee, hatten wir nicht. Die kommen jetzt erst noch, oder? Ja, die kommen die vor Begegnung. Dir jetzt. Bei dem nehme ich noch mit die Begegnung. Und an der Kreuzung hören wir auf. Oh, hier stehen noch so Kanötchen rum. Ja, schon die ganze Zeit. Let us hope their desperation can be yes. Mal, wie viele letzte Verzweifelte man in diesem Spiel. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Cool, jeder da sagt was. Ich fange an. Sie haben einen Ton angeschlagen, der mein Herz erweicht. Da kriegen wir Flammen. Ein bisschen Geld. Unterstützung kann viel bewirken. Das ist im Prinzip das Gleiche. Auch wenig zu nah kann zu großem Feuer führen. Würde ich in dem Fall mal die Beziehung zwischen uns beiden stärken. Abandoned or forgotten. It is ours now. Auch Bombe. Auch Putsch. Aber wir können nur eins nehmen, oder? Naja, alles nehmen. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder. Überladen bist du. Steht das hier irgendwo? Da, 23 von 21. Alles klar, okay. Ich glaube, wir können auch mal hier was von vielleicht. Ja, deswegen ja. Wo wir so, das ist halt jetzt schwer einzuschätzen, was am Ende des Tages gut viele ist. Viele Sachen kann man halt essen, anstatt wegwerfen. Wir haben Äpfel, wir haben Brötchen. Wenn wir jetzt zum Heilen gehen, macht das natürlich keinen Sinn. Aber das stackt doch, oder? Ach, stimmt, ja. Ich glaube, die 23 bezieht sich auf alle Plätze. Ich würde hier Tempobeutel zum Beispiel nehmen. Das haben wir noch, muss noch eins aus. Ich glaube aber, die Gegenstände zu verkaufen bringt dir mehr Zeug, kann es sein. Ich behalte mal was, was alles Stress reduzieren kann. Minus 3 Stress tue ich ziemlich gut. Ja, Kartenspiel. Okay, Freunde. Nächster Halt wäre dann, wollen wir rechts, ne? Lazarett, Hort, Heldenschein, Wächter, ja genau, weil wir wollen ja auch mal ein bisschen Story haben von einem Helden. Das ist die nächste Folge, vor allem ist dann die etwas entspanntere rechte Route. Cool. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben. Und ich bin dann gespannt, übrigens kurz noch ein Gedanke am Heldenschrein. Ich glaube, die merkt sich wahrscheinlich die Story von jedem Helden. Ja, es wird immer weitergehen, glaube ich. Ja, weil ich habe ja schon den ersten
Dings gemacht, das wäre seltsam, wenn du jedes Mal... Ja, ja, es gab halt in dem einen Übungsrun, den wir zwischen Folge 1 und Folge 2 gemacht haben, gab es ein, zwei Storybeats, aber da habt ihr jetzt nichts Großartiges verpasst. Tschüss. Tschüss.